Ich bin Charlotte von der Fachhochschule Kiel und wir sind heute bei den Nordischen Filmtagen in Lübeck. Neben mir sitzt die Regisseurin Sophia Bisch, die gerade ihren Debütfilm Milchzähne präsentiert hat. Und deshalb will ich nochmal sagen, herzlich willkommen. Dankeschön. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Könntest du nochmal für die Leute erklären, die den Film vielleicht noch nicht kennen, worum es überhaupt geht? Milchzähne ist eine Adaption von einem Roman mit dem gleichen Titel. Das ist ein Debütroman einer Berliner Autorin namens Helene Bukowski und der spielt in einer Zeit, die so unserer ein bisschen ähnelt, aber doch ein bisschen anders ist. In einem Dorf, was ganz abgeschottet ist vom Rest der Welt. Man weiß nicht so richtig, was drumherum passiert ist oder passiert. Auf jeden Fall tolerieren die niemanden, der von außen kommt, niemanden Fremdes sozusagen. Und die Hauptfigur ist Skalde, die ist dort aufgewachsen am Rand des Dorfes mit ihrer Mutter zusammen. Und ihre Mutter ist eine Fremde, die aber nur da bleiben durfte, weil sie eben von einem der Dorfbewohner schwanger geworden ist. Dieses Kind, also eben Skalde, ist also so ein bisschen zwischen diesen beiden Welten aufgewachsen und hat versucht, ein Teil der Dorfgemeinschaft zu werden und hat das auch so ein bisschen geschafft, musste sich dafür von ihrer Mutter distanzieren und ist so eine Art Protégé geworden des Dorfanführers. Und eines Tages findet Skalde im Wald ein Kind, ein fremdes Kind, was offensichtlich nicht von dort ist, und nimmt es mit nach Hause aus einem Impuls heraus, um es zu schützen, und muss dann mit den Folgen ihrer Entscheidung leben und stellt quasi, setzt alles aufs Spiel, was sie sich aufgebaut hat, weil das Kind ist nicht dort, erwünscht dort, und sie muss sich entscheiden, zu wem sie gehören will. Also mit anderen Worten, es ist ein Film über eine Geschichte über den Wunsch, dazu zu gehören. Okay, und wie fühlt es sich jetzt an, nach diesem großen Projekt die Reaktion und auch eben das Publikum nochmal zu sehen? Das ist super schön. Das ist eigentlich das, wofür man Filme macht, wenn man dieses Privileg hat. Ja, immer wieder total bezaubernd und wertvoll, irgendwie mit Leuten in Kontakt zu kommen, ins Gespräch zu kommen, nach dem Film auch vorne zu stehen und ihnen die Gesichter zu gucken. Und ja. Sie sind ja auch im Lillemore Filmkollektiv. Wie kam es jetzt dazu, dass Sie diese Produktion außerhalb davon gemacht haben? Das ist ein Projekt, also Lillemore Film ist ein Verein, den ich damals mitgegründet habe, als ich noch in Stockholm gelebt habe. Seither sind über 10 Jahre vergangen. Ich lebe in Berlin, ich habe dort studiert und der Film ist auch von einer Berliner Produktionsfirma produziert worden. Der Film basiert ja auf einem Roman. Warum haben Sie gerade das Buch von Helene Bukowski ausgewählt? Die Produktionsfirma ist auf mich zugekommen. Die hatten die Rechte gekauft für dieses Buch. Und die hatten meinen vorigen Film, Kurzfilm gesehen und da an mich gedacht. Und genau, ich habe das Buch gelesen und war sehr angetan und hatte das Gefühl, ja, das muss ein Film werden. Und was war für Sie so die größte Herausforderung beim Film? Boah, ist alles eine Herausforderung beim Film. Also die Adaption als erstes natürlich. Also wir haben, glaube ich, 2-3 Jahre dran geschrieben. Also Buch, den Roman in ein Drehbuch zu schreiben. Und dann war das auch tatsächlich ein ganz schön großes Projekt für einen Debütfilm. Also wir hatten, ich habe es vorhin schon kurz erzählt, wir hatten viel von allem. Wir hatten ganz viel Natur, ganz viel Drehs draußen, wo man dann halt immer sehr abhängig ist vom Wetter und von den Witterungen und Gegebenheiten. Wir hatten schwierige Locations, wir hatten Kinder, wir hatten Tiere, wir hatten Waffen. Also alles, was irgendwie viel Zeit und Geld braucht. War das auch sehr herausfordernd, mit so einem jungen Kind zu arbeiten? Ja, aber nicht wegen ihr, weil sie war ganz toll. Eher wegen der Kriterien, die gelten, wenn man mit Kindern arbeitet. Da gibt es ganz, ganz strenge Regeln. Kinder dürfen nur sehr kurz arbeiten, was ja total richtig ist. Aber wenn dann ein Kind gleichzeitig eine derart große Rolle hat, wie das Kind in unserem Film, dann ja, muss man sehr schnell arbeiten, um die kurze Zeit, die sie am Dreh sein darf, auszunutzen.
Sie meinten ja eben auch, dass Sie sehr lange noch daran geschrieben haben. Würden Sie sagen, dass es eher ein Vorteil oder ein Nachteil ist, jetzt schon so eine Vorlage zu haben? Ich glaube beides. Also ein Vorteil insofern, als dass sich jemand schon ganz viele Gedanken gemacht hat zu einer Welt, dass es schon eine existierende Geschichte gibt, die man mit seinen eigenen Mitteln oder seiner eigenen Ästhetik irgendwie realisieren kann. Nachteil, ein Buch passt nie in einen Film, man muss immer reduzieren. Und das ist ein großer, ein langer Prozess von rausnehmen, rausnehmen, rausnehmen oder kleiner machen, anders machen, um das irgendwie filmisch machen zu können. Und auch als Regisseurin so das eigene, den eigenen Kern zu finden in einer Geschichte, die jemand anders geschrieben hat. Genau, und dann gab es auch irgendwas, was nicht geklappt hat, wenn Sie jetzt den Film nochmal anschauen, wo Sie sagen, das stört mich jetzt noch? Ja, ja. Davon gibt es viele Momente. Und dann noch als Abschlussfrage, gibt es einen Bezug zu heute, wenn man sich jetzt die dystopische Dorfgemeinschaft anschaut? Ja, ich glaube, also die Geschichte ist ja eine Art modernes Märchen. Und Märchen sind immer eine Parabel oder eine Metapher für unsere Realität und unsere Wirklichkeit. Und so ist es, glaube ich, auch mit dieser Geschichte. Da kann man sich aussuchen, wie man das interpretiert. Aber klar, das ist eine Parallele zu dem, was in unserer Welt gerade passiert. Das war's dann auch schon. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Na klar, voll gerne. Danke.